Guten Tag, der Uwe aus Kalasin, Thailand. Wir machen heute einen Marktbesuch hier auf den großen Markt. Der ist ja sehr berühmt, sehr bekannt hier und vor allen Dingen sehr groß. Da werden wir wieder einige Zeit drüber latschen hier über den Markt. Gibt bestimmt ein langes Video. Ich würde sagen, auf geht's. Geht mal gleich gut los mit der Mucke hier. Ui. Ja, das ist Markt, gell? Das ist Markt. Mit alles dabei an, mein Gott. Gemüse, Kohl, Tomaten, Chili. Alles haben wir hier. Sabadikap. Zwiebelkartoffel, ach Gottes Willen hier. Brokkoli. Sag ich doch, habe ich doch gesagt, Brokkoli. Was brauchen wir eigentlich? Keine Ahnung. Du hast deinen Schnürsenkel auf. Hallo, Schnürsenkel ist auf. Schnürsenkel, dein Schuh. Wie laufen sie eigentlich rum hier? Kürbis haben wir zu Hause. Kommt da schon? Unser, ja? Müssen wir auch nochmal wieder zeigen. Also. Oh. Da gibt's Fleisch. Oh. Ja, heute habe ich Geld dabei. Heute habe ich Cash Money. Ich hab mal was geholt. Cash Money. Ob noch was da ist, weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Sabadee Kap. Auch hier ein bisschen kruscht, hier ein bisschen Lumpe kruscht. Messer. Hier, sagt sie, die sind gut. Qualität vom Galaxy. Standardgerät. Das braucht die Hausfrau im Ishan. Immer. Wir gucken andere, oder? Wir gehen alles durch, oder? Da Anfang, oder? Ishan Anfang. Ishan Anfang. Ja, die geht alles Ishan hier. Was denken Sie? Ach, Essen. Fleischi. Von mir aus gerne. Ist das schon leer? Hat es schon verkauft oder was? Oh, wie wird denn hier Pansen oder was? Noch hier ein bisschen Pansen hier noch da. Was Hähnchen. Frisch geschlachtet. Wo ist denn meine Frau schon wieder? Ach, die läuft doch wie Hase hier. Blut. Lecker. Alles lecker. Sabadikap. Alles frisch. Keine Ahnung, oder wie das für Geschlunze hier, du fragst mich nicht hier. Alles Aloi, sagen sie. Die ist weg. Das ist Standard hier, ne? Ich meine, so liegt das dann offen da rum hier, ohne Kühlung oder was dann da, ne? Also gerade mit Hähnchen, also ich würde hier so auch kein Hähnchen so kaufen dann da, ne? Das sage ich mal ehrlich, ne? Aber ist halt hier so im Ishan auf dem Markt. Soll aber wirklich alles dann ganz frisch sein. Und das ist dann Sabadikap. Und das ist dir dann ohne Bedenken kaufen kannst, sagen sie so. Go da lang. Ach, hier lang. Ach, Gottes Willen. Was hat denn hier wieder? Ente oder Huhn? Sabadikap. Ente oder Huhn? Huhn. Aber was ist das für komische Licht? Ach, die hat hier so ein gelbes Licht drüber dann. Da sieht das so gelb aus dann da. Gung hat sie hier. Frische Gung. Nüngloi. Oh, die sind ganz frisch. Oh, die sind ganz frisch. Guck mal hier. Die hüpfen noch vom Teller hier. 280 Kilo. Jungs, Kilo. Oh, hier ein paar Fische. Was ist das denn jetzt hier? Ach. Ach ja, das sind die lecker Frösche hier. Frosch in groß. Gop. Gop Aloy. Hatten wir im Kochstudio schon. Sehr, sehr lecker. Oder halt dann klein kannst du auch machen dann da. Ne? Wird alles hier sehr gerne gegessen hier. Aale haben wir da.
Auch das wieder schön, du. Ist das schön, jetzt sieht aber nicht mehr frisch aus. Ah ja, der eine hier, oh ja, die leben noch, ja, die leben noch. Alle. Und natürlich Gop. Schmeckt gut, ne? Gopa. Siehst du? Der ist lecker. Im Kochstudio hatten wir schon wirklich, also man sollte es nicht glauben, aber die sind lecker da, ne? Oder zum Mitnehmen hier, kleine hier in Tütchen schon da, ach Gottes Willen. Kannst du in deinem Teig noch einsetzen. Oder natürlich getrocknete schon. Getrocknete Frösche zum Knabbern. Noch mehr Gop. Dasselbe nochmal. Dasselbe noch. Und natürlich nochmal hier Fisch getrocknet. Das mögen die alle gerne, du. Das mögen die ja gerne. Ah, lecker hier. Nochmal Aal. Oh, was lecker. Ach, hier, der Fisch, der hüpft hier aus dem Ding raus, da, du. Die sind alle frisch. Jetzt springt er nicht mehr. Ah, ja, habe ich eben schon. Wo? Da, auch hier. Auch Fisch trocken. Nein, Fisch. Hier, die Gop. Das ist auch Gop. Froschhaut. Ja. Was macht man damit? Essen. Das kann man auch essen? Ja. Nur die Haut von dem Frosch? Ja. Ach, ihr seid doch bekloppt. Das kann man essen? Ja, wie denn? Wie wird das denn jetzt gegessen? Bitte? Pommes. Frittieren? Ja. Ich werde bekloppt. Also vorne hat heute auch kein Mikro drauf. Ne? Das ist dann ruhiger, hatten wir schon festgestellt. Hier die Büffelhaut hier. Ach, das schmeckt auch gut, sagen sie. Ihr müsst herkommen, ihr müsst das alles probieren. Das ist alles Pilze. Mit oder ohne Dröhnung? Trocken. Trocken. Ich meine, aber haben die hier so ein bisschen auch so wie Gansha oder was? Gibt es ja auch Pilze mit so, ne? Nein, das waren normale. Die kann man so essen. Was denn hier? Ja. Meng Da heißen die. Dreh mal rum. Nee. Ich mach die gar nicht anpacken, die Dinger da, du. So. Meng Da heißen die. Oder auf Deutsch Wasserwanze. Habe ich gelesen. Die hätten also einen leckeren Geschmack. Also innen sind die schön saftig und außen knackig. Ne? Habe ich gelesen. Ich habe gelesen bei Wikipedia. Habe ich gelesen. Oh, gibt es schon wieder Drachenfrucht? Wo kommt die her? Wir haben noch keine. Bei uns ist es also jetzt noch nicht so weit. Ne? Wir haben noch keine. Hier, Ameiseneier. Die haben wir schon. Die haben wir bei uns auch dran. Jetzt ist die Zeit wieder mit den Ameiseneier. Und das wird hier auch sehr gegessen hier. Genau. Wie heißen die nochmal? Taimodeng, genau. Ah, ich muss alles im Kopf haben hier, ehrlich du. Wie viel kostet? 50 Baht. Die haben wir bei uns auch an den Mangobäumen. Und wenn wir da so ein Nest haben, holt die sich sie auch runter dann und schön mit Chili machen da. Ne? Schön hier scharf das Ganze dann und kannst das wegschlubbern. Richtige schöne Eiweißbombe oder was hier du. Ey. Oh, lecker, sagen sie hier. Lecker. Oh, das sieht auch sehr appetitlich aus. Was ist das? Das sind Eier. Noch nicht fertige Nieren. Eier. Nieren. Boah. Jungs, das schmeckt alles lecker hier. Probiert es aus, kommt hierher, haut euch mal richtig schön den Bauch voll hier. Wachteln. Richtig? Wachteln. Ah, hier. Gung Ten, genau. Das haben wir auch schon viele von jetzt erzählt hier. Haben wir bei uns auch im Teich drin.
Und die werden so gegessen, die werden so jetzt gegessen, lebend. Kommt nur etwas Chili bei, etwas hier Essigöl oder so, ne? Und dann musst du schnell essen. Also das heißt wirklich, wenn die da noch so Chili dran kriegen, dann werden die richtig wach nochmal und dann hüpfen die vom Teller runter. Schnell essen heißt es dann. Was ist das denn? Also das ist wieder die berühmte Nachgeburt von der Kuh. Delikatesse. Recht teuer sogar, ich glaube 280 Baht. Hallo! Ich glaube sogar 280 Baht ein Kilo kostet das Zeug dann da. Ne? Aber hier wirklich als Delikatesse und gerade jetzt die Alten essen das sehr gerne, sagen sie, gesund und so. Sagen sie, ob das stimmt alles, Jungs, ich weiß es auch nicht dann da. Sawadikap! Trockenfisch. Ach, hier nochmal mit Eier nochmal hier, mit Kaviar dran hier. Och, ist das lecker. Ja, ja. I see. Kaviar. Kaviar. Richtig, Kaviar. Das ist Isan Kaviar. es ist chinesische Woche jetzt, ne? Ja. Chinesisches Neujahrsfest oder was ist da wieder? Ja. Ja, 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 ja. Hier, hier, die hüpfen noch. Ja, die sind noch ganz frisch hier. Die sind noch ganz frisch. Ach, ist das lecker. Ach, ist das schön. Hier sind sie wieder. Hier sind sie wieder. 25 Watt. Ist das Kilopreis? Ist das Kilopreis? Eine Stück. Wie bitte? Eine Stück. Eine Stück 25 Watt. Für Parfüm. Ich dachte, das ist Kilo. Nein. Boah, sind die teuer, ey. Peng Magmado. Hey. Ich hab gedacht, Kilo. Oh, was ist das denn hier? Das sieht aus wie Schwanz von. Ah, jetzt ja. Und die Füße hier. Was macht man damit? Suppe. In Suppnei. Ja. Und dann essen. Ja. Alles essen. Alles? Auch hier auch essen? Alles essen. Ja. Willkommen in Thailand. Lecker, sagen sie. Lecker, lecker. Ach, ist das schön. Ach, hier ein paar lecker. Hier Seidenraupen. Die habe ich drin. Seidenraupen. Sagen sie, schmeckt so wie Erdnuss oder was? Sagen sie. Ob das stimmt, du, ich weiß es nicht. Ich esse das ja nicht, ne? Ich sage immer, man muss nicht alles essen. Kapom! Hier die Eier wieder hier. Ist jetzt Zeit, ne? Ist jetzt wirklich Zeit. Also ich sag schon, die haben wir bei uns auch dann, ne? Lotterie darf nicht fehlen, ne? Lotterie darf nicht fehlen auf dem Markt. Muss auch sein. Noch mehr. Ach, Kinder, hier hat so leckere Sachen hier. Oh. Gung. Oh, der ist auch noch frisch. Ah, das sind die mit den langen blauen Beinen da. Die sind auch noch teurer, die dann da hier. Ne? Die hier, ne? Die sind teurer noch. Ne? Ah, okay. Jetzt, was heißt? Farm hier. Ne, ich meine, nicht so teuer. Stand jetzt nichts dran. Nicht fragen. 300 oder 400 Kilo, ja, hallo, das ist ein Tagesverdienst hier. Mango haben wir schon wieder. Bei uns fangen sie an mit Blüten jetzt, ne? Aber wir haben auch schon welche jetzt gekauft dann da, ne? So, was haben wir hier? Was ist das denn? Obst. Was ist das für ein Tier? La Cucaracha. Nein, sind aber keine. Nein, 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 nein. Sind keine Kakerlaken. Ich weiß es nicht, was das für Tiere sind hier. Schmeckt aber auch gut, oder? Du brauchst... Wie du sagst. Also, ja...
Schmeckt gut. Schmeckt gut. Aloi, sagen sie. Das Wichtigste, Aloi. Mann. Aloi sagen. Nee, die sind gut. Aber die kannst du essen. Die sind. Genau, Farang heißen sie. Die sind frisch. Also, wenn die jetzt kalt sind, ne? Wirklich schön knackig und die kannst du essen dann da. Also, wenn die aus dem Kühlschrank kommen, dann mache ich die sehr, sehr gerne dann da. Ne? Die sind lecker. Haben wir bei uns übrigens auch im. Hallo, am Baum. Sawadika! Ich brauche jetzt erstmal ein Wasser, ehrlich. Ich habe so viel gesabbelt hier durch. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit Sabbelei hier. Hier, Aloi. Alles Aloi. Oh, das sind aber 60 Watt hier. Aber 60 Watt. Aha. Ne? Also mit viel Handeln ist hier nicht auf dem Markt hier. Ne? Die Preise sind alle dran hier da. Ne? Da kannst du also nicht so viel handeln. Sagst du, ja, hier. Ich gebe dir aber nur 10 Watt oder was hier dann da. Nee, das machen sie nicht hier. Ne? Massage? Ja, Massage. Was für Timber? Och nö, och nö. Massage. Miau. Where are you from? Germany. Germany. Was packst du denn da ein? Tomaten? Die sind doch gar nicht rot, Tilak. Die sind doch gar nicht rot. Schmecken die schon. Und noch grüne Mangos. Oh, die sind noch ganz junge da. Du. Und noch alte. Ah, die kannst du essen jetzt. Erdnuss. Und Süßkartoffel. Yes. Jawohl. Was ist das denn? Das sind keine Erdnüsse? Das sind doch keine Tamarinden? Sind das doch Tamarinden? Schmeckt wie Gras. Richtig Gras, ehrlich du. Was ist das denn? Das ist Aloi? Jetzt weißt du Bescheid, wenn sie sagen, das ist Aloi. Das schmeckt wie... Also, gar nicht so. Das schmeckt nicht. Hier, schenke ich dir. Aloi, hier, nimm und... Kokosnuss. Auch schon lange nicht mehr gekauft, ne? Weil wir keine Zeit, Die Zeit ist nicht da gewesen, ne? Da waren sie mal weg, da waren wir gar nicht mehr da, ne? Und das ist ja hier, ne? Du kannst ja den innen, ne? Essen sie auch hier, ne? Also die Kokosnuss. Und außen kannst du nicht essen, ist klar, aber gibt der Kern innen drin, ne? Den kannst du auch essen. Ne? Und ne? Ja, ich sag den Kern innen drin. Ja, so. Das essen sie auch hier. Ach, die essen alles hier. Was haben wir hier noch? Was ist das? Blumenkohl. Das ist lecker, da kannst du essen. Blumenkohl geht hier. Und Mais. Für Vögel. Aber hast du vorne schon was gesehen? Brauchen wir nicht so viel tragen dann da. Ja. Kollege fährt hier rum mit der Bombe hier. Ups. Blumen kann man auch essen. Ach was, das kann man doch nicht essen, das gibt es doch gar nicht. Ihr esst doch alles hier. Sawadika! Alle nett, alle freundlich. Ach ja. Stell dir mal vor, dann müsstest du das alles jetzt hier verpixeln dann da. Ne? Hallo, hallo! Wie war das noch letztes Jahr? Ne? Da waren sie doch alle hier so
oh, verpixeln hier, Datenschutz und alles Scheißdreck. Ich habe gleich gesagt, ich mache es nicht. Ich habe es niemals gemacht, das Ganze dann hier verpixeln, weil sie da die jetzt Gesichter jetzt wegnehmen, da habe ich nie gemacht. Ist auch schon gar nicht mehr up to date dann da, ne? Jetzt macht es auch keiner mehr, ne? Ach, für Vögel. Die mögen das auch gern, ja. Was ist das? Zum Putzen. Zum. Er gibt mir immer Hilfe hier. Er gibt mir immer Hilfe. Wie das Zeug heißt hier. Er weiß das alles. Das ist ganz leicht, du. Das ist ganz, ganz leicht. Du. Ne? Teil 3. Ach, das sind diese Blüten da von dem. Das macht man zum Putzen? Ja. Guter Schwamm oder was? Ja. Hey. Interessant. Honig, ja. Honig, der weißt du nicht, ne? Ist der echt, ist der nicht echt, ne? Keine Ahnung. Bei mir, wenn wir den selber hier auspressen, dann weiß ich genau, der ist frisch. Ne? Sawadika! Dann weiß ich genau, der ist frisch, der Honig, und da ist nichts gepanscht. Ne? Weil hier machen sie auch natürlich, ne? Gerade am Strand oder so, weißt, wenn du dann in der Stadt bist oder was, ne? Dann verkaufen sie dir echten Honig, ist klar, ne? Aber ist dann gepanschtes Zeug dann da, ne, mit Zuckerwasser oder was, ne? Also hier weiß ich jetzt nicht, ob das echt ist dann da, ne? Klamotten machen wir aber keine heute, das sage ich dir, du. Das mögen die Vögel gern. Habat? Habat ist okay, kannst mitnehmen, Habat. Das geht, ne? 5 Baht oder was, ne? Stimmt? Stimmt, Habat? Kannst mitnehmen, eine da. Auch der Fisch hier, auch der Fisch. Oh, Ananas besser, ne? Die Kleinen, oh, die sind lecker, die Kleinen, du. Die sind Aloy, du. Ne? Sapalot Aloy. Mmh. Ich glaube, da müssen wir doch noch mal welche mitnehmen hier von Dida, du. 30 Baht ein Kilo, komm her, nimm mit hier, komm, ey, noch nicht mal 1 Euro, ey. Nimm mit hier. Zack, zack. So liebe ich meine Frau, richtig, Schlierpe, Schlierpe. Du hast immer noch keinen Wagen gekauft, Uwe. Wenn wir auf den Markt gehen, müssen wir einen Wagen mitnehmen. Ach, kehr noch einmal. Der sieht ja noch frisch aus. Nee, warte mal, der hat gerade drüber gespritzt mit Wasser hier. Hat er gerade gespritzt hier. Oh, oh, der spritzt mir hier meine Kamera voll hier mit den Schuppen. Noch mehr Fisch. Noch mehr Fisch mit Fliege geht auch. Lecker Fleischkäse. Ah, nee, doch nicht. Kanun, hat sie gesagt, halt das Ding. Noch nie gesehen, du weißt nicht. Was ist das wieder, du? Wieso, ich nie gesehen? Weiß ich nicht. Das ist Jackfrucht. Aber noch ganz klein, ganz. Die kann man schon essen. Ach, jetzt sehe ich das hier. Jetzt sehe ich das. Aber die sind doch noch gar nicht reif. Ach, die sind noch gar nicht reif. Das ist Jackfrucht. Ach Gottes Willen, da wäre ich nie drauf gekommen, du. Oh. Könnt ihr nicht warten, bis sie reif ist? Könnt ihr nicht warten, bis sie reif ist, die Jackfrucht? Ja, trotzdem. Kaffernlimetten. Ah, die kenne ich. Die haben wir bei uns im Teich ja, also mehr als genug drin, die Schnecken hier, ne? Das ist nicht das Thema.
Oh, die haben sie viel. Käferle. Nee, das sind ja Seidenraupen, sind das Seidenraupen. Schubkarre bitte mitnehmen. Jack Bar steht da dran, hier 25 Watt hier. Wenn man mehr will, dann kann man 1000 Euro. Tilak, du brauchst eine Schubkarre. Ich könnte ja auch, aber ich kann eigentlich nicht, weil ich muss die Kamera halten. Das ist viel schwieriger, Jungs. Ne? So, das ist alles nicht so leicht hier mit der Kamera hier. Was ist das für einen alten Lappen, du? Was ist das für ein alter Lappen hier? Geht! Die ist schon noch von Deutschland, die Tüte, du. Ja. Sag mal her. Vom Boot. Sehne. Und schon kann man wieder mehr einkaufen. Die Frau ist intelligent. Noch mehr Nüsschen mitnehmen, Nüsschen. Mhm. Nüsschen. Ja. Tamarinden. Ja, diese Seite lecker vom, vom Orange, vom Seinempel. Mit Mandarinen, ja. Die haben wir auch schon einige Male jetzt gekauft hier. 10 Kilo Säcke auch dann da. Zurzeit sind die jetzt gut, muss ich sagen. Zurzeit sind die schön saftig auch, ne? Kannst du jetzt kaufen. Gibt andere Zeit, da sind die so trocken, du. Da bist nur am Hautkauen da. Da ist nichts mehr drin, kein Saft oder was. Ne? Aber jetzt, lecker. Die sind auch lecker hier. Die kannst du auch essen. Auch lecker. Auch lecker. Auch probieren, lecker. Lam Chai. Was ein Markt, wa? Ich sag euch, du, hier kannst du stundenlang durchdackeln hier über den Markt hier. Aber der ist vor allen Dingen jetzt morgens, ne? Also so bis, ja, gut Vormittag so, ne? Und dann ist eigentlich schon wieder, ne? Ja, aber dann sind schon gut die meisten wieder weg dann da, ne? Ach, da ist ja wieder die olle Nachgeburt hier. Ah, lecker hier, ja, lecker. Boah. Lamut. Lamut schmeckt auch gut. Schmeckt so wie ein bisschen so wie Marzipan. Ne? Aber die kannst du auch mal essen. Aber die sind auch nicht schlecht. Habe ich bei mir zu Hause auch. Aber die wachsen langsam, ne? Die Bäume. Die wachsen dermaßen langsam. Aber tragen auch schon, wenn sie ganz klein sind. Ne? Alles überdacht hier. Das ist schöner, ne? Gerade jetzt im Sommer. Obwohl, heute ist gar nicht mal so warm. Ne? Heute ist wieder ein bisschen kühler, du. Wo wir hergefahren sind, war 26 Grad nur. Guck, so machen wir das Zimmer. So, siehst du? Da sieht das Zimmer schön frisch aus. Schön frisch. Ach, die scheiß E-Dinger hier. Oh, hier riecht's nach Pilze, wa? Du? Hier riecht's nach Pilze. Hier hat es viele Pilze. Pilz. Fragt mich nicht nach der Sorte, ich weiß es nicht. Aber sie lädt ganz schön ein hier. Pilze. Champignons da hinten, oder? Die da, ne? Kilo 100 Baht. Hm. Weintrauben. Mögen die Vögel gerne. Jenny Bai. Ne, Jenny Bai, keine Ahnung. Guck mal, zu essen hat es auch hier. Jungs, das ist ein großer Markt, ne?
Ich glaube, der größte Markt in ganz Ishan. Durch. Rosenapfel. So sollen sie aussehen. Und wir haben, nur so kleine haben wir, ne? Bei uns sind sie so kleine. Ja, vielleicht den Baum mal stutzen, etwa, ne? Das ist Jackfrucht. So sieht die richtig aus. So ist richtig, ne? Da ist er, ja, hier, da ist er am Pool. Hier, genau. Das ist Jackfrucht. Ne? Viel Arbeit, um das auszupulen. Haben wir auch schon mal gezeigt dann da. Und vor allem mit viel Öl arbeiten, weil das Zeug klebt wie die Sau, ne? Das Zeug hier. An den Finger da, ne? Aber sind lecker, ne? Sind lecker dann da. Ne? Also ich mag die sehr gerne. Ne? Ist eine scheiß Arbeit, oder? Das Ding auszupulen dann, ne? Ne? Und hinten hat noch Ananas hier. Ah, Gott, auch schon fertig. Ananas. Aber wir haben ja mitgenommen. Beiloi. Kabom. Blumenkohl. Ihr könnt auch Deutsch essen hier. Blumenkohl. Was ist das hier? Spitzkohl, oder? Weißkohl, Spitzkohl, ach, irgendjemand an Kohl ist das alles hier. Irgendwas an Kohl hat's. Erdbeeren hat's hier, Erdbeeren, Strawberry hat's hier. Und du hast richtig Hemd dazu an, richtig. Und du kleine, du, und kleine. Ja. Tilak, wir haben doch noch Eis gekauft, oder? Können wir noch ein paar Erdbeeren mitnehmen hier zum Drüberstreuen hier? Wie auf AIDA? Wer hat nicht mal was hier? Oh. Nee, hier, Aloy Magma. Oh, die ja, die sind ja noch gar nicht rot. Ja, die kannst du ja nicht essen, die sind ja gar nicht lecker. So. Die kannst du ja gar nicht essen hier. Ja, die sind ja gar nicht reif. Guck mal, die sind gar nicht reif. Die müssen rot sein. Can I take it? Aloy. Aloy. Nimm die kleinen. Aber such mal rote raus. Ach, ein paar frische Erdbeeren hier. Okay. Und da hatten wir eine schöne Zeit gehabt, ne? Auf AIDA. Eis mit frischen Erdbeeren auch dabei. Ach, das war lecker, du. Haben wir uns an den Bauch vollgehauen, du. Da freut sich der Ranzen wieder. Gut leben in Thailand. Also Erdbeeren hast du schon hier auf die Märkte auch, ne? Nur du siehst halt, weißt du, sind sie dann auch nicht rot, ne? Dann sind sie so, ja, sind noch gar nicht reif. Guck mal hier, sind noch gar nicht reif hier. Wie willst du denn die Erdbeeren machen da, ne? Da musst du wieder liegen lassen, hoffen mal, dass sie nachreifen, ne? Mm. Von den Erdbeeren kommen wir gleich mal auf die anderen gesunden Sachen hier, Tabak. Aber auch hier, ne, haben sie die Bilder drauf hier, ne? Beim Tabak. Muss wohl hier auch sein, da, dass es überall Pflicht ist hier. Aha. Aber die haben hier Tabak in Säcke, ne? Ehrlich, echt, in Säcke haben die. Wo ist das denn jetzt hier? Wo ist das denn hier, der Zottle da? Ist er heute nicht da oder was? Richtig in Säcke, wo du dann wirklich, boah. Ich bin ja nicht Raucher. Nee, ich hatte da einen jetzt gesehen, der hatte wirklich offen. Und dann kannst du da hier schippeweise rausnehmen dann da. Ja, das ist doch für ein Vogelnest, oder? Nein, für die alten Leute essen, beißen. Ich denke, das ist für Vogelnest. Nein. Das kann man essen? Ja. Ach Mensch, ihr seid doch bekloppt, ehrlich du. Ich hätte das jetzt für Vogelnest jetzt... Oh Gott.
komm, hör doch auf, Mann. Im Nistkasten rein. Was esst ihr eigentlich nicht in Thailand? Ich glaube, außer Schuhsohle und Stacheldraht esst ihr alles in Thailand. Wie heißen? Datteln. Datteln. Richtig? Richtig. Ja, das sind Datteln. Das sind aber nicht die, das sind keine andere Sorte, ne, von die Datteln. Das ist also nicht unsere, die wir haben. Das ist eine andere Sorte von. Wir haben ja andere Sorte dran, aber bei uns sind sie alle tot. Ne? Bei uns sind sie alle tot, die ganzen Bäume dann. Ne? Alle zerfressen von dem roten Palmrüssler. Mal ein bisschen Gnom hier, Gnom mitnehmen hier, Gnom. Mais gegrillt. Ja, richtig. Kartoffel. Und Chili. Sehr schön. Wir haben nicht alles gemacht, gell? Kamin. Aber kein Ingwer. Nee. Kurkuma. Kurkuma. Kurkuma ist in Deutschland recht teuer, ne? Ist das wieder Kilopreis? Stück oder Kilo? Kilo. Kurkuma. Billig hier, ne? Schon gefangen, ne? Okay. Ja, Wurst. Isan Wurst. Aloy mit Reis. Sabadee ka? Mit viel Reis drin. Phakom. Ja, Phakom hatten wir auch schon. Gibt's Suppe von. Haben wir Suppe von gemacht hier. Hier lang. Thai-Ingwer. Richtig? Hä? Thai-Ingwer. Nein. Was ist das denn? Ja. Ist doch Ingwer. Jetzt kommt sie. Sie weiß selber nicht. Jetzt hat es meine Frau übersetzt. Es ist Ingwer. Heppa, habe ich auch einmal recht. Wenn some Leute will, schneiden die Gemüse, dann sie hat Mixer von Gemüse. Für die faulen Leute, ja. Das gibt's auch hier. Oh, das ist schön. Kannst gleich in Suppe reinhauen hier. In Suppe, nein. Nicht so. Wieso nicht? Kannst Suppe nein machen. Dann in Pfanne, dann fertig. Richtig, oder so? Ja. Hier, Pfeffer. Wassermelone. Jackbad. 60 Kilo. 60 Baht. Ich habe Peng, du, oder? Du? Ich habe Peng. Wassermelone. Ja, Wassermelone ist Wassermelone. Man hat auch so die langen Torpedo und normale. Ja, je länger, desto lieber, heißt es, oder wie? Guck mal hier. Saudika. Hier kostet 30. Ah, hier kostet 30 Baht. Deswegen sage ich, das ist teuer da. Honigmelone. Wassermelone. Sie möchte gerne den deutschen Mann, bitte schön. Ja, natürlich. Wir machen hier noch Heiratsvermittlung hier auf.
Übersetze bitte. Sie möchte also einen deutschen Mann haben. Er muss nicht reich sein, er muss nicht schön sein, er muss nicht klug sein. Doch um eines darf ich bitten. Capon? Honig, Wasser, Melonen. Weiß ich ja. Aloy Magma. Also, ich gucke für dich nach einem deutschen Mann, okay? Gut. Okay. See you soon. Deutsche Männer sind hier sehr begehrt hier. Ehrlich. Gell? Hier waren wir schon. Ja, stopp. Ja, hier waren wir schon. Sauerlikab. Was hast du jetzt wieder gekauft? Was ist das denn? Die Isan Spaghetti mit Lukchen und Hühnerfüße. Mit Hühnerfüße? Ja. Hühnerfüße gekauft? Nein, guck mal. Warte. Warte. Hier. Was gibt's lecker hier? Hier, lecker. Oh, lecker. Jungs, das gibt Dampf im Maschinenraum. Richtig, mein Schatz? Ja, Schatz. Willst du auch deutscher Mann oder was? Ach, die wollen alle deutsche Mann haben. Ich werde bekloppt. Salat gibt's für frei, oder was? Ja. All you can eat für Vögel. She had to say handsome. Ah, come home. Wann willst du das essen? Wenn wir kommen zu den Abend. Genau, weil wir gehen heute Mittag ja noch essen. Wir gehen ja noch ins beste Restaurant in Kalasin. Das machen wir auch noch. Germany. Stuttgart. Ach, sie kauft schon ein, weil Lee kommt und Papa kommt am 14. kommen die. 14 kommen die. Kocht schon ein, hier war lecker hier, sagt sie, für Papa mitnehmen hier. Das Teil brauchen wir. Ui, so viele Menschen hier. Aber das Teil nächste Mal auf jeden Fall mitnehmen. Porn, wir müssen unbedingt so ein Teil kaufen und dann so ein Teil zum Klappen. Und der immer im Auto drin ist dann da, ne? Sowas, ne? Guck mal, das ist optimal, very good. Guck mal hier, sie muss schleppen hier, das arme Kind hier. Kehr noch einmal. Ich brauche die Hände frei, ich muss arbeiten, die Hände muss ich arbeiten. Da steht sie so da. Ja, klar. So, ne? Muss ich mal zeigen, hier, guck mal, da. Sie muss die Hand frei haben hier. Ja. Du hast auch so eben, Magma. Oh, das ist lecker, ja. Das ist hier Mango Sticky Reis. Mango Sticky Reis, Aloy Magma. Hatten wir schon im Kochstudio. Schmeckt wirklich gut. Das ist so ein süßer Klebereis mit Mango dann. Ne? Ey Jungs, das ist wirklich lecker. Das hatten wir schon gehabt. Du. Also das war lecker, du. Da haben wir, glaube ich, 10 Punkte gegeben, oder? Ne? Aber noch nicht Zeit für die Mango. Nee, aber schon lecker. Schon. Immer. Oder so ein Ding mitnehmen. So ein Ding mitnehmen. Der ganze Wagen. Ich nehme mit den ganzen Wagen. Mit Wagen hier. Ja, stehen geblieben. Pass auf. Mangozeit. Es ist noch keine Mangozeit. Ne? Wir haben noch Mango, okay. Weiß nicht, wo die herkommt. Aber die sind noch nicht ganz süß. Ne? Die sind noch, da fehlt noch ein bisschen was dran. Dann. Kannst du essen? Ja, schon. Manche sind gut, manche sind noch so ein bisschen bitter dann. Ne? Aber warte noch April, so März, April dann da. Ne? Dann ist richtig Mangozeit. Dann sind die wirklich zuckersüß dann da. Ne? Und dann mit Sticky Reis. Oh, lecker. Da kannst du sie reinsetzen dann. Ne? Come on. Ich gucke nach einem deutschen Mann. Okay? Betnüng. Gib mir Zeit. Also guckst du dir an.
And how old are you? Hasipet. 58. Same, same. Same, same, aber du bist schon zu alt. Ich guck für dich, okay? Die haben doch alle. Okay, was willst du sagen hier? Deutsche kommt hierher, hier, Marktfrau, 58 Jahre hier, ehrliche Frau und hier 20 Kinder hat sie. Ich kenne die doch nicht, ich weiß es doch nicht. Gell? Ach, jetzt geht's hier weiter. Ah, oh, der war scharf. Oh, der war scharf. Da hatten wir schon was gekauft hier mal. Oh, du Heiland, sag du. Ich esse ja gerne Curry, ne? Ne? Ach, Entschuldigung, hier bin ich schon wieder. Ich bin noch ganz, ganz weit weg. Hier. Von South Thailand sind die. Und der Curry, ehrlich, du, oh, der ist scharf, ne? Also wirklich wahr. Ne? Pet Magma! Pet Magma! Da kannst du dich wirklich damit versehen, ehrlich du. Mach's mal jetzt ganz normal, ne? Die currige Paste rein da, aber dieser hier. Boah! Aber lecker, ne? Und gerade jetzt bei Hühnchen rein da, ne? Oh, ne? Mag ich auch sehr, sehr gerne dann. Was ist das? Luft kommt raus. Luft kommt raus, wo hinten und vorne oder was? Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr scharf. Chakmat. Easy Pokmat. Easy Pokmat. Meine letzten hier. Die letzten zusammengekruschelt noch hier. Den Rest machen wir nicht mehr. Ich bin schon wieder kaputt. Ich bin schon wieder kaputt hier. Bye. Bye. Genug. Gaban. Du kannst eh nicht irgendwas mehr tragen. Ich bin eh schon voll. Wir brauchen Wagen. Ich gucke in eBay. Ach, gibt's ja hier nicht. Gibt's ja hier nicht. Du musst gucken hier im Kaidi oder im Lazada oder Shopee, was sie haben hier. Echt, das geht so nicht mehr weiter mit die Frau. Guck mal. Menschens Kinder, da muss ich doch was machen. Ich muss doch helfen. Wenn dich der Hunger plagt auf dem Markt. Diese Seite hier jetzt alles essen hier. Ne? Essen, essen, essen. Frischer Fisch, gerade bestimmt gerade hier aus dem Markt geholt dann da. Zack, auf den Grill drauf. Die beste Idee. Frischer Fisch und. Aber wir haben ja heute noch was anderes vor. Aber hätte ich sonst eigentlich mitgemacht. Ehrlich gesagt, hätte ich sonst, ne? Hätte ich mitgenommen. Aber wir haben heute was anderes noch vor und deswegen machen wir das heute nicht mit dem Fisch. Aber wie gesagt, dann hier zack runter essen. Cool. Schatz, ich helfe dir. Bitte schön, mein Schatz. Bin ich nicht ein Kavalier? Bin ich nicht wie die alte Schule? Ja, 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 ja. Parkplatz geht heute, ne? Nochmal wieder die Lotterie hier. Sonst war es hier ziemlich voll hier auf dem Parkplatz. Aber heute haben wir gleich noch Platz gefunden hier, ne? Jetzt hat sie echt die Nummer vom Auto hier. Guck mal, sie kommt gleich an hier. Ich habe deine Nummer von dem Auto hier. Achtung, Kopf. 22. Ich habe 9,22. Ah, keine 6,22. Na, 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 na. Aber 22 hat sie. Hat sie auch 3,22 hat sie gemacht. Eine Stütze nur mit. Ja, nee, das ist zu viel. Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Ne. Also Jungs und Mädchens, das war's heute hier von dem großen Markt in Kalasin. Ich denke auch schon wieder ein langes Video jetzt geworden und wir können aber auch nicht alles ablaufen. Es ist einfach, es ist zu viel. Es ist wieder ein ganz großer Markt dann da, ne? Und kommt am besten jetzt morgens hierher und dann könnt ihr hier mal wirklich alles hier so weit durchlaufen. Und wenn ihr dann fertig seid, geht ihr vorne am Stand dahinter, da könnt ihr noch was essen da hier. Lecker frischer Fisch, kann ich empfehlen, schmeckt immer gut hier in Thailand, wenn er frisch ist dann da. Ne? Und dann würde ich sagen, war's das für heute.
immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand, heute aus Kalasin. Und wir sehen uns dann morgen wieder und tschüssi. Und tschüssi, ciao.